Guten Tag, mein Name ist Barbara Görgen-Mahler und dies ist die Oboe. Wenn sie mit anderen Instrumenten zusammenspielt, gibt die Oboe häufig den Ton an. Das liegt auch an ihrem besonderen Mundstück. Es ist ein Doppelrohrblatt. Wenn man durch es hindurch bläst, dann schwingen zwei Bambusblättchen aneinander. Wenn du Oboe lernen willst, zeige ich dir auch, wie du selbst so ein Mundstück schnitzen kannst. Schon damals haben die Hirten auf dem Feld für ihre Herde eine schöne Melodie auf Bambusrohr geblasen. Auf den Vorgängerinstrumenten von der Oboe, das waren die Schalmeien. Die Oboe hat einen sehr schönen Klang. Hier macht sie zum Beispiel die Stimme einer Ente in dem musikalischen Märchen Peter und der Wolf von Sergei Prokofjew. Oboe findet man auch häufig in der Kirchenmusik. Dort spielt sie mit Orgel zusammen oder auch mit Sängern. In der halligen Akustik einer Kirche wird der Ton weit getragen. Aber auch in großen Orchestern, in Musikvereinen oder auch mit ein paar Freunden im Wohnzimmer kann man wunderbar musizieren mit der Oboe. Es macht Freude, auch alleine zu spielen, und es macht auch gute Laune. Etwa ab dem dritten Schuljahr kannst du die Oboe lernen. Die Musikschule freut sich auf dich. Vielleicht geht es dir ja so wie mir. Ich habe eine Oboe spielen gehört und da wollte ich es unbedingt lernen. Bei mir war es so wie Liebe auf den ersten Ton.